Herzlich willkommen, einen schönen Nachmittag euch allen, die Interesse haben an unserer Bild Global Reihe. Heute wollen wir uns mit der Pandemie in Süd- und Südostasien befassen. Ich freue mich, dass trotz Hitze einige bereit sind, sich mit den Folgen der Pandemie in allen Facetten zu befassen. Ich glaube, es ist relativ einmalig, dass wir heute höhere Temperaturen in Berlin haben als in Delhi. In Delhi, sagte mir gerade Marion Müller, hat es geregnet. Es hat 31 Grad. In Berlin werden wir wohl morgen Regen bekommen und haben 36 Grad. In Bangkok weiß ich nicht genau, wie heiß es da ist. Aber das als Anekdote. Ich sitze in einem heißen Zimmer hier im 5. Stock der Heinrich-Böll-Stiftung und meine zwei Kollegen in Bangkok und Delhi, immerhin in einem klimatisierten Raum. So soll es sein. Ich freue mich, wie gesagt, auf Ihre Teilnahme, auf die Veranstaltung heute Nachmittag. Nach Delhi und Bangkok geht einen guten Abend und an Sie alle hier in Deutschland einen schönen Nachmittag. Mit Böll Global legt die Heinrich-Böll-Stiftung eine neue Veranstaltungsreihe auf, deren Ziel es vor allem ist, die Büroleitungen unserer Büros zu Wort kommen zu lassen, zu jeweils aktuellen politischen, ökonomischen Verhältnissen und Situationen in den jeweiligen Ländern. Wir haben sehr viel Expertise. Wir sind kompetent über politische, soziale, ökologische Entwicklungen in den jeweiligen Ländern, über unsere Büros, über unsere Teams vor Ort, uns hier in Deutschland einzubringen, öffentlich zu machen, auch gerade wie die Pandemie in den jeweiligen Ländern, in denen wir zu Gast sind, wirkt. Die Pandemie ist und bleibt hochaktuell, deswegen sind alle Böll Global, es ist die dritte Ausgabe, widmen sich den sozialen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen Folgen der Pandemie. Und das tun wir eben auch heute. Bezogen auf Indien, Südasien, Thailand und Südostasien. Beide Büroleitungen werden sich natürlich zentral auf die Länder konzentrieren, in denen wir Büros haben, aber sie sind auch fähig und auskunftsfähig dazu, wie insgesamt die Pandemie regional wirkt. Unser Bangkok-Büro ist ein Regionalbüro. Indien wird bald ein Regionalbüro sein, weil wir uns auch mit den Partnerländern Pakistan und Afghanistan immer schon auseinandergesetzt haben. Wie gehen Gesellschaften, wie gehen Regierungen mit der Pandemie um? Wie wirkt sie? Wie sind die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen? Wie verändert diese Pandemie Ökonomien und ganze Gesellschaften? Wie sehen die Maßnahmen ganz konkret aus? Wo schränken sie demokratische Spielräume noch mehr ein? Ich denke, das ist einer Vielzahl der Länder, in denen wir arbeiten, definitiv der Fall. All diesen Fragen gehen wir als Stiftung intensiv nach. Wir haben vor der Sommerpause, das können Sie sich, wenn Sie es interessiert, auch weiterhin bei uns online nachverfolgen, haben uns mit schlaglichtartig mit der Pandemie in Lateinamerika und im Nahen Osten beschäftigt und heute eben ganz speziell Indien und Thailand und Südostasien und Südasien. Ich freue mich sehr, dass ich nun Marion Müller ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Marion ist unsere Büroleitung im Büro Delhi. Hallo Marion, schön, dass du da bist. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass es bei euch etwas kühler ist. Ich freue mich, dass du dabei bist heute und uns gleich die Situation vor Ort in Indien, in Delhi schilderst, wie die Pandemie wirkt. Und ich freue mich ebenso und ganz besonders, dass Manfred Hornung, unser Büroleiter in Bangkok, bei uns dabei sein wird heute. Manfred Hornung ist Büroleiter unseres Südostasien-Büros in Bangkok. Herzlich willkommen, lieber Manfred, wo bist du? Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich bin hier bei uns im Büro und freue mich auf den Austausch heute. Ja, wunderbar, wir sehen dich nicht. Keine Ahnung warum, ich sehe dich auch jetzt. Bist du da. Jetzt müsste es Wunderbar. klappen. Ja, dann möchte ich Ihnen den Zuhörerinnen und Zuschauerinnen hier in Deutschland Lara Wuttke vorstellen.
Und Stefan, die beide im Hintergrund dafür sorgen, dass diese digitale Debatte professionell ablaufen kann. Lara wird ihre Fragen sammeln, von denen wir bitten, dass sie sie in Question and Answers hineinschreiben. Lara wird ihre Fragen bündeln, sammeln, kanalisieren und dann einsprechen hier. Sie werden Lara Wuttke dann also auch auf jeden Fall hören, weil sie eben die Fragen, die sie im Q&A einbringen werden und einbringen können, hier uns mitteilen wird. Den Chat können Sie gerne benutzen für die Kommunikation untereinander. Wir sind sehr, sehr sicher, dass hier eine ganze Reihe auch Südasien und Südostasien Interessierte unterwegs sind, die vielleicht Informationen haben, die sie mitteilen wollen an alle Teilnehmenden hier an der Online-Debatte. Tun Sie das. Aber bitte nochmal Fragen nicht im Chat, sondern in Question and Answers. Bitte nutzen Sie diese Funktion. Zur technischen Unterstützung begrüße ich Stefan ganz herzlich. Wenn Sie technische Probleme haben sollten, dann schreiben Sie ihm persönlich im Chat. Er wird versuchen, dann Ihnen zu helfen, wie Sie an der Debatte hier teilnehmen können. Ja, dann sind wir schon beim Thema. Die meisten Länder Asiens haben sich ganz erfolgreich mit der ersten Pandemiewelle, mit der ganz gut auseinandergesetzt. Manche Länder gelten sogar wie Südkorea als Musterländer beim Umgang mit der Pandemie. Aber wir erleben sehr genau, dass erstens eine zweite Welle doch über eine Vielzahl asiatischer Länder hereingebrochen ist. Und um gleich mit Indien weiterzumachen, in Indien ist eigentlich so Marion Müller wahrscheinlich überhaupt noch nicht der Peak der Infektionszahlen erreicht. Das gilt vielleicht auch für andere Länder. Insbesondere Indien, das schon vor der Pandemie große soziale, wirtschaftliche und politische Herausforderungen hatte, ist mit mehr als 2 Millionen Fällen von Corona ein Hotspot geworden, steht, glaube ich, weltweit an 4. Stelle der Infizierten und auch der Toten, die zu beklagen sind. Wie geht ein Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern mit dieser Pandemie um? Mit dieser Frage wollen wir uns beschäftigen, natürlich auch bezogen dann auf Thailand und Südostasien. Wir möchten uns, das möchte ich hier ankündigen, neben den allgemeinen, eher hochaggregierten Informationen zu sozialen, wirtschaftlichen Folgen, vor allem auch mit der Situation von Migrantinnen und Migranten beschäftigen, mit Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeitern, die ja zu den besonders vulnerablen Gruppen gerade in Asien gehören und die massiv betroffen sind. Das nur als Ankündigung für die zweite Diskussionsrunde hier. Ich möchte beginnen mit dir, Marion, mit der Situation in Indien. Alleine in Delhi leben 16 Millionen Menschen und in Mumbai, im Großraum Mumbai, 28 Millionen. Versuche doch mal uns zu vermitteln, was das eigentlich für eine gigantische Herausforderung ist, einen Lockdown zu organisieren, der Pandemie Einhalt zu gebieten im Kontext auch der ganzen sozialen Probleme, der Demografie in den jeweiligen Ländern. Wie geht eigentlich die indische Gesellschaft, wie geht die Regierung mit dieser Pandemie um? Danke, Barbara. Namaste aus Neu-Delhi. In die Runde hier Anwesenden. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf und etwas über Indien erzählen darf. Ich würde mich auch jetzt in erster Linie auf Indien konzentrieren. Du hattest ja gerade schon gesagt, es gibt irgendwie 3 Millionen Infektionen in dem Land mit 1,3 Milliarden Menschen, von denen allerdings nur 700.000 aktiv sind. Das heißt, ich habe mir vorhin die Zahlen in Delhi nochmal angeguckt. Es gibt tatsächlich eine sogenannte Recovery Rate, also eine Gesundungsrate von 93% inzwischen in Delhi selbst, also wenn man den Zahlen glauben darf.
Der Lockdown, der hat hier am 23. Februar begonnen mit einer Ansage von Premierminister Modi am 22. Februar und mit nur 6 Stunden Vorlaufzeit. Das war eine sehr souveräne Ansage, die er als Premierminister abgegeben hat unter diesem Motto, nur wo es Leben gibt, gibt es auch eine Existenzgrundlage. Also das ganze Pandemie-Management wurde unter unterschiedliche Mottos gestellt. Die Lockerungen haben dann allerdings auch schon am 1. Juni angefangen und wir befinden uns im Moment in der Unlock-3-Phase, die von der Unlock-4-Phase gefolgt wird. Die soll Anfang September beginnen. Das heißt, es sind bis auf Schulen und den Flugverkehr, Kinos und die Metro, also lokale Transporteinrichtungen, sind inzwischen in Indien wieder geöffnet. Trotzdem, habe ich heute in den Schlagzeilen in Deutschland gefunden, gibt es einen rasanten Anstieg der Fallzahlen. In den letzten 24 Stunden sind es 70.000. Ich habe nicht genau geguckt, auf welcher Rangliste Indien liegt, aber ich glaube, es ist die Liste ist 3 nach den USA und Brasilien. Aber der Anstieg der Fallzahlen da steht Indien jetzt an erster Stelle. Der Lockdown hat in allererster Linie eine sehr große Verunsicherung ausgelöst unter eigentlich allen Menschen. Vor allen Dingen deshalb, weil er so kurzfristig angekündigt wurde. Einerseits die Angst vor einer Infektion, andererseits aber auch die Angst davor, dass möglicherweise Lebensmittelversorgung nicht funktionieren könnte, Wasserversorgung nicht funktionieren könnte, Stromversorgung nicht funktionieren könnte und dass natürlich das Gesundheitssystem in Indien, das sowieso nicht wirklich eins der besten ist, nicht diesen den Bildern, die man irgendwie aus Europa schon kannte, vor allen Dingen aus Italien, standhalten könnte. Es gibt inzwischen Wissenschaftlerinnen, die hier in Indien auf relativ hoher Ebene sogenannte Antikörpertests durchführen. Und diese besagen, das war glaube ich heute auch schon in den Medien, dass inzwischen jede dritte Person in Delhi selbst, ich spreche jetzt von der Hauptstadt Delhi, in irgendeiner Art und Weise mit dem Virus in Berührung gekommen sein müsste, wenn diese Zahlen hochgerechnet werden. Vermutlich ist natürlich die Dunkelziffer hoch. Insgesamt hat das Coronavirus und vor allen Dingen der Lockdown dazu beigetragen, dass in Indien so eine Art neue Klassengesellschaft entstanden ist, weit darüber hinaus über die existierenden Kastenhierarchien, die indische Gesellschaft sowieso hat. Es gibt viele Millionen Menschen, die ihren Lebensunterhalt und ihre komplette Existenz verloren haben. Und es ist so eine sogenannte Lockdown-Class entstanden, nämlich diejenigen, die es sich leisten können, zu Hause zu bleiben und die gesicherte Einkommen haben, die gesicherte Jobs haben, die sich all das, was sie benötigen, selbst unter einem Lockdown nach Hause, per Internet nach Hause bestellen können. Ansonsten wurden in so großen Städten wie Delhi unterschiedliche Containment Zones eingerichtet, also Gebiete, in denen eine bestimmte Anzahl von Fällen gefunden wurde, wurden komplett abgeriegelt. Einige unserer Mitarbeiterinnen, wir sind eigentlich durch ein Wunder, ist niemand von unserem Team hier in Delhi in einer dieser Containment Zones gelandet. Es sind irgendwie in den Wohngebieten, in denen die Kollegen wohnen, sind einige dieser Containment Zones entstanden. Der Umgang der Regierung mit dem Virus zeigt zwei sehr unterschiedliche Seiten von derselben Medaille, würde ich sagen. Das würde ich gerne im darauffolgenden Gespräch vielleicht noch ein bisschen genauer erklären. Aber ganz am Anfang vielleicht auch noch mal kurz zu sagen, dass das eine Indien gibt es nicht. Also wir gucken auf ein Land mit einer Bevölkerung von 1,3 Milliarden, mit einer Geografie, ich habe es vorhin nachgeguckt, die ein bisschen ein Drittel größer ist als die der USA und 9-mal so groß wie Deutschland. Und es gibt hier 31 sogenannte Regierungseinheiten, darunter 28 unterschiedliche Bundesländer, die alle
zwar dem Aufruf des Premierministers natürlich gefolgt haben und dem Notstandsgesetz, das ausgerufen wurde, gefolgt sind, aber trotzdem die Freiheit hatten, auch unterschiedlich auf Landesebene mit den auftretenden Schwierigkeiten umzugehen. Und genau so muss man sich das vorstellen, ziemlich chaotisch, aber gleichzeitig trotzdem auch gab es eine bestimmte Linie, durch die der Premierminister durch sehr, sehr, sehr souveräne Auftritte im Fernsehen, die live übertragen wurden, im Radio, die live übertragen wurden, immer wieder durch die unterschiedlichen Phasen des Lockdown und des Unlocks geführt haben. Du hast gesagt, ja, auch autoritär? Zum Teil auch autoritär, aber in erster Linie tatsächlich in einem sehr, sehr ruhigen, souveränen, mit einem sehr ruhigen, souveränen Auftreten, was man von ihm normalerweise nicht so wirklich kennt. Und ich glaube, er hat da tatsächlich auf eine Art und Weise gezeigt, wie groß der Einfluss von ihm und auch von seiner Partei, der BJP, tatsächlich auf die große Bevölkerung des Landes ist, weil ihm sehr viele Menschen ganz einfach gefolgt sind. Es gab Anfang August, vielleicht als kleines Beispiel, es gab jetzt gerade vor einer Woche, es gab so einen Mood of the Nation Poll von India Today, das ist eine Tageszeitung hier in Indien, wo sich 66% der befragten Menschen tatsächlich dafür ausgesprochen haben, dass sie Premierminister Modi wieder wählen würden. Und 50% davon, oder von 50% der mit den Maßnahmen der Regierung und mit den Maßnahmen also mit dem Handling des Virus und der Pandemie zufrieden gewesen sind. Wenn man allerdings genauer hinsieht und sich die Details dieser Umfrage anguckt, dann sieht man, dass die meisten Menschen in dieser Umfrage eigentlich deshalb zufrieden sind, weil während der Pandemie, also hinter dem Schleier der Pandemie, unterschiedliche sehr gravierende politische Entscheidungen getroffen wurden, die so auch einige Entscheidungen vor der Pandemie fortsetzen, nämlich zum Beispiel die Grundlegung die Grundsteinlegung für den Ram-Tempel in Ayodhya auf dem zerstörten Boden der Babri-Masjid oder die umstrittene Aufhebung des Paragraphen 370 in der Verfassung zur Wiedereingliederung oder beziehungsweise zur Aufhebung des Sonderstatus in Kaschmir. Und als drittes haben sich die Menschen irgendwie für die verbesserte Infrastruktur ausgesprochen, die Regierung erzielt hat. Das heißt, die Pandemie spielte eine sehr große Rolle, spielte in dieser Umfrage allerdings eine relativ kleine Rolle. Das heißt, es gibt große, von einigen Analysen eingeschätzte, große positive Veränderungen und aber auch gleichzeitig vor allen Dingen für die von der Regierung als kritisch betrachteten Aktivistinnen, vor allen Dingen im Umweltbereich, vor allen Dingen im Menschenrechtsbereich, wesentliche, gravierende Einschränkungen, die sozusagen hinter diesem Schleier der Corona-Pandemie stattfinden. Kannst du letzteres noch mal ein bisschen spezifizieren? Es wurden verschiedene Gesetze verabschiedet, die zum Beispiel ein Amendment von dem Umweltassessment. Jetzt, hallo? Umweltverträglichkeitsprüfungen. Oder was? Hallo? Ja? Oh, ich höre dich gut. Hallo, ich bin jetzt irgendwie... Bist du offline? Wir sehen dich, Marion, wir sehen dich. Wir hören dich auch. Dann würde ich sagen, wenn es jetzt hier eine technische Panne gibt, dann wähl dich wieder ein. Dann würde ich dir, Manfred, in eine ähnliche Richtung fragen. Auch Thailand hat relativ erfolgreich versucht, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und zu verhindern, aber zu einem relativ hohen, auch ökonomischen Preis. Monatelang war das Land de facto abgeschottet und vor allem der Tourismus spielt ja so gut wie keine Rolle mehr, obwohl er ein großer Wirtschaftsfaktor ist. Außerdem gibt es seit neuestem doch auch wieder heftige Proteste, die größten seit dem Militärputsch.
Wie schätzt du die Situation vor Ort ein, auch für deine Region? Wie geht die Regierung, wie geht die Gesellschaft eigentlich mit der Pandemie um auf politischer, ökonomischer, gesellschaftlicher Ebene? Tut mir leid jetzt mit Marion. Ich hoffe, wir können das wiederherstellen. Ja, vielen Dank auch für die Einladung und die Möglichkeit zu diesem Gespräch und dass wir auch unsere Region im Rahmen dieser Pandemie auch das darstellen können. Und ich würde gleich in media res auf deine Frage eingehen. Thailand relativ erfolgreich. Die hervorgegangene vom Militär geprägte gewählte Regierung betrachtet ihren Einsatz im Rahmen der Eindämmung der Pandemie als vollen Erfolg. Und ich will nicht zu viel Number Crunching machen, aber einfach nur ein paar Zahlen, die belegen, dass auch von außen betrachtet es durchaus als Erfolg gesehen werden kann, was die Regierung seit dem Beginn der Pandemie am 13. Januar 2020 getan hat. Also wir haben mit heutigem Stand seit dem 13. Januar 2020. Interessanterweise war am 13. Januar das der erste Fall in Thailand, auch der erste Fall global, der außerhalb Chinas festgestellt und registriert wurde. Wir haben mit heutigem Stand 3.390 Fälle. Und davon, ähnlich auch wie von Marion dargestellt, sehr viele, die als genesen entlassen wurden, 3.219. Und in dem gesamten Zeitraum waren 58 Todesfälle zu beklagen. Wenn man das mit den Zahlen anderer Länder hier in der Region betrachtet, wie in Indonesien, wo wir zurzeit bei über 140.000 Fällen sind, in den Philippinen fast 180.000 und selbst im kleinen Singapur mit 5,7 Millionen, sprechen später nochmal über die Migranten und Migrantinnen, die eine große Rolle spielen. 56.000 Fälle kann man in Thailand durchaus als Erfolgsgeschichte betrachten. Was die Pandemie betrifft, viele Beobachterinnen fragen sich natürlich auch, war der Erfolg festzustellen, dank der Maßnahmen der Regierung teilweise oder trotz der Maßnahmen der Regierung. Was man natürlich auch wissen muss, ist, dass Thailand insgesamt ein sehr robustes Gesundheitssystem hat, schon seit vielen Jahren. Das Gesundheitssystem in Thailand ist auf Epidemie erprobt, wenn man so will. Sie hatten 2003 während der SARS-Epidemie und auch während der Avian Flu 2004 Vogelgrippe auch von der WHO sehr gute Zeugnisse ausgestellt bekommen, was ihre Arbeit im Gesundheitswesen zur Eindämmung der Epidemien betrifft. Außerdem hat Thailand über 1 Million, das muss man auch wissen, Freiwillige im Gesundheitssektor, die das Gesundheitsministerium auf breiter Ebene im Land unterstützen. Und die auch im Rahmen der Covid-19-Krise aktiv wurden und sehr aktiv waren, auch im Land. Wie ging die Regierung damit um? Das ist die Frage. Was stellt die Pandemie für die Regierung dar? Als erstes muss man wissen, dass die Regierung den Erfolg nutzt, um ihre Kompetenz darzustellen, das Volk sicher zu halten. Wir reden hier von einer Regierung, die von Militärs geprägt ist. Die sehen zuerst mal die Frage, wie kann ich die Volksgesundheit sicherstellen, als wichtigen Faktor. Zweitens gibt die Pandemie der Regierung Mittel in die Hand. Und zwar ab März, Ende März, als die Sonderrechte und der Lockdown eingeführt wurden im Rahmen von Notstandsverordnungen, die es ihnen ermöglicht, gesellschaftliche Kontrolle auszuüben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und drittens, was auch vom Militär als Chance betrachtet wird, sind die Stimulusprogramme, die im Rahmen der Pandemie jetzt ausgelobt werden. Am 31.05. dieses Jahres wurde das erste Stimulusprogramm verabschiedet mit umgerechnet 50 Milliarden US-Dollar, sehr hoch, was Möglichkeiten bietet, die Netzwerke dieser Militärs und der Oligarchen im Land weiterhin zu bedienen.
Deshalb sagen auch viele Beobachterinnen und Beobachter, dass die Pandemie im Prinzip für diese Regierung, die aus dem Militär entsprungen ist, eigentlich ein Gottesgeschenk ist. Und es erklärt auch die Tatsache, warum diese Notstandsverordnungen verlängert werden. Gerade heute Abend kam die Nachricht raus, dass die Notstandsverordnung einen weiteren Monat bis Ende September verlängert werden wird, obwohl die Zahlen es eigentlich nicht hergeben. Wir haben seit circa 90 Tagen im Land, also 3 Monaten kann man sagen, keine internen Übertragungsketten mehr, sondern die Fälle, die auftauchen, diese Einzelfälle kommen meistens von außen über Repatriierungsflüge und über Personen, die unter den ganz eingeschränkten Bedingungen ihr Einreiserecht haben. Das ist die eine Seite. Also das Militär profitiert durchaus von dieser Pandemie und auch von den Einschränkungen, die im Rahmen dieser Pandemie kommen. Und jetzt betrachten wir die Faktoren Wirtschaft und Faktoren politische Entwicklung. Und da muss man die Pandemie ab 13. Januar im Kontext der vorherigen Entwicklungen betrachten. Das Land wurde ab 2014 nach einem Coup von einer Junta regiert. Und diese Junta hatte wirtschaftliche Probleme. Am 13. Januar, als der erste Fall festgestellt wurde, befand sich das Land bereits in der wirtschaftlichen Krise. Die Industrieproduktion war in den vergangenen 8 Monaten vor Eintritt des ersten Falls bereits zurückgegangen. Was auch wichtig war zu wissen in diesem Kontext ist, dass die politische Situation auch zu dem Zeitpunkt sehr unruhig war. Die Wahlen, die stattgefunden hatten, hatten die Palang Pracharat-Partei an die Macht gespült, die von den Militärs dominiert wurde, die sofort daran ging, die Opposition im Land unter Kuratel zu stellen. Die erfolgreichste Oppositionspartei, die vor allem unter den Jugendlichen und jungen Menschen in Thailand für Furore gesorgt hatte durch ein sehr progressives Programm. Die Partei wurde unter Druck gesetzt, die Parteiführung, denen wurden die Mandate aberkannt und es begann schon zu einer Vorbereitung, die Partei zu verbieten. Die Ausrufung dieser Lockdown-Maßnahmen Ende März, die dann andauerten bis Mai, war nur eine Zäsur in Thailand. Ab Juni diesen Jahres nahmen die Jugendlichen diese Proteste wieder auf und die Bevölkerung war sehr stark auch damit beschäftigt, die ökonomischen Auswirkungen der Krise zu betrachten, die das Land auch sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen hat. Unter der Militärregierung zwischen 2014 und 2018, das sind Zahlen, die die Regierung selbst herausgegeben hat, hat zum Beispiel die Zahl der unter der in Thailand gültigen Armutsgrenze lebenden Menschen um 1,8 Millionen zugenommen. Das sind massive Zahlen, die die Regierung, die Militärregierung dazu verantworten hatte. Und in der Bevölkerung brach Besorgnis aus, wie nach der Beendigung dieses Lockdowns die Wirtschaft wieder Fahrt aufnehmen kann mit einer Regierung, die nachweislich auch schon vor der Pandemie keine Kompetenz hatte, das Land aus wirtschaftlicher Hinsicht sicher zu führen und Akzente zu setzen. Mhm. Strukturell, wenn man Thailand betrachtet. Ein bisschen kürzen, mein lieber Manfred. Ja, Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen auf die Folgen, die ökonomischen, des Einfrierens des Tourismus eingehen. Ja, also der Tourismussektor ist einer der Motoren der thailändischen Wirtschaft. Es gibt verschiedene Schätzungen, bis zu 15% des Bruttosozialprodukts Tourismus in dem Land erwirtschaftet. Und was auch wichtig ist zu wissen, ist, dass der informelle Sektor im Land sehr groß ist. Von der gesamten arbeitenden Bevölkerung von 38 Millionen hier im Land arbeiten 21 Millionen im informellen Sektor und nur 17 Millionen sind in formalen Beschäftigungen. Und unter diesen 21 Millionen, die im informellen Sektor arbeiten, sind sehr, sehr viele abhängig vom Tourismus. Das Land wurde quasi durch die Maßnahmen der Militärs auf Null gestellt, was den Tourismus betrifft. Das Land wird auch weiterhin zubleiben.
Das hat damit zu tun, dass die Militärregierung diese Sicherung der Volksgesundheit als vorrangig betrachtet und dadurch auch in Kauf nimmt, trotz der sehr guten Zahlen, was die Pandemie betrifft, diesen Tourismus auch in naher Zukunft nicht wieder anzufahren. Das heißt, nach Schätzungen werden bis zu 8,4 Millionen Menschen in Thailand bis zum Ende des Jahres ohne Arbeit sein. Und viele von denen sind natürlich sehr stark abhängig, wie gesagt, vom Tourismussektor. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Vielen Dank, Manfred, soweit. Wir wollen ja nachher wirklich nochmal, was die sozialen Folgen und wer ist betroffen, genau auf diese Dimension eingehen. Informeller Sektor, Wanderarbeit, Binnen- und transnationale Migration in Südostasien und Südasien. Wenn ich es richtig sehe, ist Marion wieder drin. Marion? Aha, sie ist doch nicht da. Weil es einige Fragen gibt an Marion, die sie natürlich auch nochmal mit der politischen Situation beschäftigt. Es tut mir sehr, sehr leid, dass Marions Kontakt jetzt abgebrochen ist. Es hat alles wunderbar geklappt. Ich bitte um Verzeihung, wenn manche meinen, man könnte solche Videoschaltungen ganz lassen. Ich finde das nicht, weil es lohnt sich auf jeden Fall, auch jetzt ausschließlich sich mit, wenn Mario nicht mehr zugeschaltet werden könnte, mit Manfred und der Situation in Südostasien zu befassen. Bitte bleiben Sie drin. Wir versuchen, die Schalte da wieder hinzukriegen, aber das liegt ja nicht in unserer Macht, wie die indischen Leitungen da stehen. Ich wäre auch sehr dankbar, wenn mir die Technik ein Signal gibt, wenn Marion wieder drin ist. Gerade war ein Signal, dass sie wieder da ist, aber ich brauche das hier für die Moderation, um zu wissen, ob Marion wieder bei uns ist. Ja, Manfred, dann können wir unbedingt weitermachen, dann mit der Situation in Thailand und Südostasien. Wir haben ja schon begonnen, den ganzen Faktor zu besprechen, bezogen jetzt auf den informellen Sektor. Ganz stark wird insgesamt, finde ich, in der Pandemie vergessen, wie sehr eben genau nicht nur der formale Sektor prekäre Arbeitsverhältnisse gibt es auch im formalen Sektor betroffen ist, sondern eben vor allem der informelle. Du hast es für Thailand jetzt im Tourismusbereich schon mal beschrieben. Auch dort leben ja Menschen im informellen Sektor von Geschäften, die sie mit Touristen machen können. Könntest du vielleicht auch für andere Bereiche, für Asien insgesamt sagen, was eigentlich da geschehen ist. Ein Drittel der Crews auf Kreuzfahrtschiffen zum Beispiel, die ja auch alle nicht mehr fahren, kommt aus den Philippinen. Weißt du, was da war, wie aus anderen Ländern eigentlich formal und informell die Arbeitsverhältnisse komplett zusammengebrochen sind? Und wie leben die Leute? Wie geht es den Leuten, die ihre Jobs im informellen Sektor eigentlich bestritten haben? Was passiert mit denen? Nur die Zahl alleine nützt ja nichts. Ja, einfach mal so ein Überblick über die Region insgesamt. Also innerasien emigrieren, gibt es ca. 6,8 Millionen Arbeitsmigrantinnen insgesamt. Also es gibt insgesamt 6 Netto-Entsendeländer und 4 Netto-Empfängerländer dieser Migrantinnen und Migranten. Und Thailand ist eines dieser Länder, die Netto-Empfängerland ist. Es ist sogar das größte Land mit über 3 Millionen Migrantinnen, die aus den Nachbarländern hier die Wirtschaft sozusagen am Laufen halten und auch dafür sorgen, dass die insgesamt nicht sehr modernen Wirtschaftsstrukturen in Thailand weiterhin aufrechterhalten werden können durch einen Niedriglohnsektor. Thailand profitiert massiv von diesem Gefälle zwischen Thailand und seinen Nachbarländern. Für uns war zuerst ersichtlich im März dieses Jahres, als der radikale Lockdown angeordnet wurde, wie stark die
Migrations, die Arbeitsmigrantinnen betroffen waren, weil die wurden über Nacht, die hatten gar keine Reserven, gezwungen, das Land zu verlassen. Da gab es 10.000 haben sich dann auf den Weg zu den Grenzen nach Myanmar und Kambodscha gemacht und waren dann auch in ihren Heimatländern nicht sehr willkommen. Dasselbe gilt für die Philippinen. Philippinen ist eines der 6 Entsendeländer in der Region. Circa 3 Millionen Filipinos arbeiten im Ausland. Ein großer Philippinas Teil, auch, vor allem im Care-Sektor. Ja, es sind sogar, wenn man es statistisch betrachtet, von den 2,9 Millionen, die 2019 als Overseas Filipino Workers registriert waren, sind 56% Frauen und 44% Männer. Der überwiegende Teil der Arbeitsmigranten, Migrantinnen, also für die Philippinen sind Frauen. Das ist auch ganz wichtig zu sehen. Und ein Großteil, ein großer Anteil der philippinischen Migranten und Migrantinnen sind Seeleute. Wir haben selbst in unserem Büro, wir haben einen Mitarbeiter aus den Philippinen. Wir haben das hautnah miterlebt. Der kommt aus einer Seefahrerfamilie. Sein Bruder ist auf See und 2 seiner Cousins. Und die wurden quasi alleine gelassen. Die konnten nicht in ihr Land zurückkehren. Die waren teilweise über ein Jahr durchgehend auf dem Schiff eingeschlossen. Und es gab keine Rückführungsmöglichkeiten in die Philippinen. Das, was sich da dann abspielt in solchen Szenarien, ist, dass neben dem schlechten Gewissen, nicht für die Familie sorgen zu können, auch die Angst, die Depression, über Monate weggeschlossen, eingeschlossen zu sein und keine Möglichkeit nach Rückkehr zu sehen. Das hat auch für uns, gerade in unserem Büro, bei unserem Mitarbeiter auch sehr großen Stress ausgelöst und Ängste. Und das muss man sich nicht mal vorstellen, wenn man von 300.000 in den gesamten Philippinen spricht, wie viele Familien in den Philippinen persönlich von solchen Schicksalen betroffen sind. Und die Pandemie hat auch gerade im Fall, wenn wir von diesen Seeleuten sprechen, wieder ein Schlaglicht auf diese prekären Arbeitsverhältnisse geworfen, mit welcher Brutalität und mit welcher Intensität solche Arbeiterinnen, die für ihr Land über Remittances wirtschaftlich bedeutsam sind, wie schnell die alleine gelassen werden und wie schnell sie in einer Krise sämtliche Unterstützung verlieren. Ich muss auch dazu wissen, dass die Remittances, die Überweisung der philippinischen Migrantinnen über 10% des gesamten Bruttosozialprodukts der Philippinen ausmacht. Und die wurden in kürzester Zeit, wie einer dieser Seeleute gesagt hat, from hero to zero, weil auch diejenigen, die nach Hause wollten, waren durchaus dort nicht willkommen, weil sie dann als Träger einer Krankheit betrachtet wurden, als Gefahr für die Gesundheit, für die öffentliche Gesundheit. Stigmatisiert wurden. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das ist auch den Migrantinnen und Migranten hier passiert, die sich auf den Weg zurückgemacht haben nach Myanmar oder nach Kambodscha. Die thailändische Regierung hat keinen Wert darauf gelegt, für die Rückführung Verhältnisse zu schaffen, die auch aus volksgesundheitlichen Aspekten oder auch rein aus Menschenwürde den Personen dienlich waren. Aber auch an der Grenze, auf dem Weg zurück, dann in das Heimatland, war auch für viele zu spüren, dass sie da nicht willkommen sind. Also eine ganz brutale, eine ganz unmittelbare Auswirkung der Pandemie auf die Millionen Arbeitsmigrantinnen hier in der Region, die eigentlich innerhalb des Kontextes von ASEAN diesen hohen Anteil nicht nur in den Empfängern, auch in den Entsendeländern leisten, aber als Parias zwischen allen Institutionen eher dann in solchen Situationen als Belastung betrachtet werden. Ja, vielen Dank, Manfred. Das Thema ist unterbelichtet. Die Pandemie hat wie so häufig und überall auf der Welt allerdings immerhin ein bisschen diese Aspekte beleuchtet. Auch zu Indien ist in Deutschland doch relativ gut, würde ich sagen, berichtet worden, wie sehr eben gerade
die mehr als 20 Millionen indischen Wanderarbeiterinnen vom Lockdown betroffen waren. Es gab hierzu auch geschichtenrührende Bilder. Marion, an dich gibt es eine ganze Reihe Fragen aus deiner ersten Präsentation. Schon auch, würde ich sagen, nochmal der Wunsch, doch noch mehr darüber zu hören, wie Modi eigentlich die Pandemie auch instrumentalisiert hat, um eben die Proteste gegen das Sicherheitsgesetz abzuwürgen. Was passiert eigentlich im Schatten dieser Pandemie auch an Menschenrechtsverletzungen, an weiterem Abbau? Die Spaltung der Gesellschaft wird weiter vorangetrieben, gerade auch zwischen Hindus und Moslems. Könntest du, bevor wir dann zum indischen Thema Wanderarbeit kommen, nochmal bitte was zu dieser politischen Situation sagen und wie die Regierung eben auch die Pandemie gegebenenfalls für die vorhandene Agenda der sozialen Spaltung und der religiösen Spaltung nutzt. Kannst du dazu was sagen, bitte? Ja, Entschuldigung, dass mein Internet solche Schwächen aufzeigt. Wir sind hier eigentlich am IT-Standort Indien, also es tut mir wirklich sehr leid. Ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Ich würde gerne kurz das größte Wirtschaftspaket vorstellen, das von der Regierung verabschiedet wurde. Könntest du jetzt auf die politische Dimension eingehen, die ich dich gerade gefragt habe, weil dazu gibt es wirklich in Question and Answers jede Menge Fragen an dich. Ja, ich also das. Wie die Situation nutzt, um eventuell eben doch seine Agenda voranzutreiben, Proteste zu unterdrücken und so weiter. Ja, eben genau dadurch, dass er die Verabschiedung im Rahmen der Pandemie, die Verabschiedung von angeblich die Pandemie adressierenden Wirtschaftspaketen durchsetzt, mit schwindelerregenden Zahlen, zum Beispiel 225 Billionen Euro, und diese Wirtschaftspakete dann allerdings sich auf Strukturreformen in 8 Sektoren konzentrieren, die nicht wirklich in irgendeiner Art und Weise mit der Pandemie zu tun haben, weder im Gesundheitssektor noch die Notwendigkeiten adressieren. Zum Beispiel konzentrieren die sich auf den Rohstoffsektor, auf den Kohleabbau, auf die Privatisierung, Auktionierung des Kohleabbaus, das konzentriert sich auf die Ausweitung der Rüstungsproduktion und fördert dadurch auch die Rolle, die Indien im Rahmen der Pandemie tatsächlich im außen- und sicherheitspolitischen Bereich irgendwie gegenüber der Nachbarländer, Pakistan und China, aber auch im internationalen Bereich genommen hat oder einzunehmen versucht. Und diese Pakete adressieren, also auch die Angleichung des Haushaltsbudgets zum Beispiel, fokussiert sich hauptsächlich auf die Erhöhung des Verteidigungsbudgets, des Defense-Budgets und weniger auf die wirklich notwendigen Sektoren Gesundheit oder Bildung. Mhm. Und es werden eben auch unter dem Mantel der Pandemie unterschiedliche Verordnungen verabschiedet, wie zum Beispiel, das war ich glaube ich gerade dabei, das zu erklären, das Environmental Impact Assessments, also die Umweltverträglichkeitsstudien für große Infrastrukturprojekte, die gegen den Protest, das ist eine sehr lange Diskussion in Indien, aber die gegen den Protest vieler Umweltschützerinnen umgesetzt werden und im Grunde genommen laut Regierung Änderungen vorschlagen sollen, die zu mehr Transparenz sorgen sollen, für mehr Transparenz sorgen sollen, zum Beispiel durch das Einstellen auf Online-Systeme oder durch Standardisierung von Prozessen. Und verschleiern dadurch, dass unterschiedliche Projekttypen, zum Beispiel Sand- und Lehmabbau oder auch die Einrichtung von Solarkraftwerken oder der Bau von Brücken, der Bau von Staudämmen irgendwie aus diesen Umweltverträglichkeitsstudien von vornherein ausgenommen wird und dadurch auch die Einflussnahme der Zivilgesellschaft durch die Einschränkung von Social Hearings, die normalerweise im Rahmen der Environmental Impact Assessments durchgeführt werden, ausschließen oder sehr, sehr weit einschränken und nur auf sehr bestimmte Bereiche einschränken. Das ist ein Beispiel von den vielen Beispielen.
von dem auch, glaube ich, in der Zukunft, mit dem, das, was die Zivilgesellschaft und gerade die Akteure, mit denen wir auch zusammenarbeiten, in Zukunft sehr, sehr, sehr beschäftigen wird. Es werden Journalisten verhaftet, es werden, zum Beispiel wurde die Demonstration gegen dieses gegen das sehr umstrittene Bürgerschaftsrecht im Zeichen der Pandemie aufgelöst. Die Demonstranten, die sich für viele, viele Wochen hier in Delhi aufgehalten hatten, auf einem bestimmten Platz, wurden geräumt unter einer bestimmten Vereinbarung im Namen der Gesundheit, aber wurden einfach dann konnten irgendwie konnten nicht mehr zu. Hallo? Ich habe so eine schlechte Verbindung. Entschuldigung. Wir hören dich. Okay. Tut mir leid, dass das so eine schlechte Verbindung ist am Standort, wie Marion sagt, am Standort Delhi. Das ist natürlich sehr, sehr schade, weil, und das sehe ich auch hier im Chat von einigen, die hier teilnehmen, weil wir ja auch zu Indien die ganze Thematik Wanderarbeit, deren Bedeutung für die Ökonomie in Indien beleuchten wollen. Es tut mir leid, jetzt ist er anscheinend wieder weg, die liebe Marion. Manfred, es ist deine Gunst der Stunde, mehr zu deinen von dir auch mit betreuten Ländern. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was sagen zu der ganzen auch ökonomischen Dimension der Folgen der Pandemie für Länder wie Indonesien. Es ist eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Niemand berichtet hier über Indonesien. Hast du da vielleicht ein paar Fakten parat? Wie Indonesien ökonomisch auch betroffen ist von der Pandemie, oder? Indonesien ist, die Zahlen hatten wir mal kurz angerissen, 147.000 Fälle zurzeit steigend. Eines der Länder mit extremen Problemen mit der Pandemie umzugehen. Der Präsident versucht zurzeit über Stimulusprogramme, da wurde ein sogenanntes Omnibusgesetz erlassen, Infrastrukturinvestitionen im Land voranzutreiben, was natürlich auf Kosten der Ökologie geht und was Marion auch so ein bisschen für Indien angedeutet hat, sehr große Gefahren auch birgt für Aktivistinnen und Aktivisten im Landsektor, die versuchen wollen, dass diese massiven Infrastrukturprojekte zu Zwangsumsiedlung der Bevölkerung führen, nicht kontrolliertem Ausbau von Plantagenwirtschaft und so weiter. Jokowi, der in seiner zweiten Amtszeit ist, will und hat auch diese Investitionspolitik zu seinem Markenzeichen gemacht und versucht gegen diese, was die gesamte Region betrifft, wirtschaftlichen Probleme anzukämpfen, indem er diese Programme fährt, mit einer Rigorosität, die viele seiner Wählerinnen und Anhänger auch verwundert hat, die ihn doch als eher liberalen Präsidenten sahen und jetzt konfrontiert sind mit einer Wirtschaftspolitik, die radikal ist und teilweise auch wirklich, wir arbeiten in manchen Bereichen dort, zu Fragen von The Haze, von diesen massiven Landnahmen, Verbrennung, wo es wirklich zu Übergriffen gegen Aktivisten und die Dorfbevölkerung kommt und es von der Regierung toleriert wird. Also auch eines dieser Auswüchse wirtschaftspolitischer Art, um mit dieser Pandemie umzugehen. Es ist schwer zu sagen, diese Investitionspolitik, diese Infrastrukturinvestitionspolitik, die auf Großprojekten basiert, war ein Markenzeichen Jokowis. Erst in dieser Radikalität und auch diese Gesetzesinitiativen dann einführt, wo quasi auch über kurze Wege diese ganzen Verfahren zum Schutz der Natur umgangen werden. Ob es in der Radikalität durchgeführt hätte, ist zweifelhaft. Also auch hier große Bedenken, was die Investitionspolitik, diese kurzfristigen Investitionspolitik mit der Bevölkerung macht und auch mit der Natur. Vielleicht nochmal etwas spezieller, sowohl ökonomisch als auch politisch, zwei Fragen zu Thailand.
Auch eine Frage hier in Fragen und Antworten. Wie schätzt du eigentlich die jüngsten Proteste ein in Thailand? Es ist ja doch, du sagtest, die thailändische Regierung versucht alles, sich Legitimation zu verschaffen durch das Handling der Pandemie. Andererseits scheint es ja aber großen Unmut in der Bevölkerung zu geben, sodass selbst unter Bedingungen der Pandemie viele Menschen wieder protestieren. Ich sagte es in der Einleitung, die größten Demonstrationen seit dem Militärputsch. Wie schätzt du diese Proteste ein? Also ich war selbst bei der letzten großen Demonstration am 16. August, am Sonntag, im Stadtzentrum von Bangkok dabei, den Tag über. Was ich sehr interessant fand, war die Breite der Bewegung. Das ist eine soziale Bewegung. Es hat angefangen als Bewegung der Jugendlichen, der Studentinnen und Studenten in dem Land. Das sind viel weitere Kreise gezogen. Es ist auch eine Bewegung, die das Militär verwirrt, weil es transzendiert diese alte bipolare politische Ausrichtung in Thailand zwischen Gelb und Rot und hat ein viel weiteres Umfeld. Was ich da feststellen konnte zum Beispiel, war, dass bei diesen Protesten Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Süden dabei waren. Die LGBTI-Bewegung war massiv vertreten, was vorher nicht der Fall war. Die auch aus dem Landsektor und anderen Bereichen stoßen immer mehr Menschen dazu. Und ich glaube, dass die Regierung nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, weil sie einfach diesen alten Feind, diesen Thaksinismus nicht mehr anbieten kann als einfaches Lösungsmodell, um die thailändische Gesellschaft zu befrieden. Und in Kombination mit den wirtschaftlichen Nöten, wie gesagt, das ist die größte Wirtschaft. Wir befinden uns zurzeit in der größten Wirtschaftskrise Thailands seit 22 Jahren. Die Zahlen, die wir jetzt sehen im zweiten Wirtschaftsquartal diesen Jahres, die quasi eine Reflexion sind dieses Lockdowns zwischen März und Mai, sind erschreckend. Das Bruttosozialprodukt ist im zweiten Quartal diesen Jahres um 12,2% gesunken. Der Export ist um fast 30% eingebrochen. Und Export interessanterweise heißt, die Tourismusindustrie, die Ausgaben ausländischer Touristen im Land und Touristen im Land, wird als Serviceleistung im Exportsektor angesiedelt. Das heißt, statistisch zeigen diese 30%, zeigt dieser 30-prozentige Einbruch, wie auch die Touristenzahlen zurückgegangen sind. Das wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern. Thailand hat normalerweise 40 Millionen pro Jahr. Wenn es gut läuft, wenn man die Zahl am Anfang des Jahres vor dem Lockdown einrechnet, werden es dieses Jahr 8 Millionen sein. Die Wirtschaft ist massiv angegriffen. Wir stehen vielleicht am Anfang dieser Wirtschaftskrise. Also von einem Ende. Deshalb ist es auch immer so eine Fehlinterpretation zu sagen, weil Thailand, sagen wir, gesundheitspolitisch sehr gut diese Krise angepackt hat, dass die Pandemie vorbei ist. Diese Pandemie ist politisch und ökonomisch noch lange nicht vorbei. Und genau dieses Protestpotenzial nehmen diese Jugendlichen und jetzt auch weitere Bevölkerungskreise auf. Und wir betrachten mit großer Sorge, wie die Regierung, die nun mal gewählt ist, aber im Prinzip eine Fortsetzung der Militärjunta darstellt, wie die auf diese Stresssituation reagiert. Und die einzige Rückzugsmöglichkeit, die die Regierung momentan hat, ist, sich auf ihre Erfolge zu berufen, dass sie die Pandemie eingeengt, eingegrenzt hat und weiterhin mit Notstandsverordnungen zu regieren. Das ist nämlich genau der Punkt, womit die Militärs arbeiten können. Prayut, der Premierminister, der vorher als Junta-Chef regiert hat, hat über diese Notstandsverordnung die gleichen Mittel, ähnliche, nicht die gleichen, aber ähnliche Mittel in der Hand, die er als Diktator unter Artikel 44 der Übergangsverfassung hatte. Er kann Versammlungen schließen, er kann Grenzen schließen, er kann bürgerliche Freiheitsrechte einschränken. Und was wir befürchten, ist, dass trotz dem, dass die Pandemiezahlen es nicht hergeben, dass die Regierung diese Instrumente nicht aus der Hand geben wird. Mhm. Und im Endeffekt, und man kann es schon in Ansätzen erkennen, auch gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten einsetzt. Mhm. Schätzt du oder kannst du dir vorstellen, dass diese Sichtbarkeit auch, wie massiv die Ökonomien einseitig abhängig sind, entweder von Wirtschaftssektoren oder
doch dominant der informelle Sektor, niedrige Einkommen für, also prekäres, vulnerables Einkommen schafft für die Bevölkerung, dass es dazu insgesamt nicht nur in Thailand, sondern in Südostasien noch mal eine Diskussion gibt zu Sozialsystemen, zu wie sich die Abhängigkeiten der Ökonomien wie der Thailands vom Tourismus ändern. Nützt die Pandemie, eine alternative Debatte zur Zukunft des Wirtschaftens und der Sozialsysteme zu führen? Es ist ganz interessant. Also wir haben ja so ein Webdossier aufgelegt, wo wir die sozialökonomischen Folgen erstmal so ein bisschen beobachtet haben von Anfang an, so ab Februar. Und ich hatte von Dr. René Ofreneo, ehemaligen Professor der Universität der Philippinen, der auch im Beirat des NGO Forum on EDB ist, in einem seiner Artikel so ein Zitat gesehen, und ich hatte ihn gefragt, ob wir das als Motto unserer Artikelserie wählen können. Und ich lese es einfach mal in Englisch vor. Dr. Efreneo hat einfach gesagt, the biggest arena of struggle now, by now meint er die Covid-Periode, the archipelago of the informal sector communities all over Asia. Das Archipel der informellen Arbeiterinnen und Arbeiter im gesamten asiatischen Raum ist die Area of Struggle. Und das bringt es auf den Punkt. Und diese Gruppen, die da betroffen sind, wir arbeiten zum Beispiel mit Partnern, gerade habe ich erwähnt, NGO Forum und ADB, die sich um informelle Arbeiterinnen und Arbeiter in Manila kümmern. Das sind Gruppen Menschen, reduziert auf eine Mahlzeit pro Tag. Das ist eine ganz brutale Auswirkung, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ist nur ein Bild. Das zieht sich über Jakarta, über Bangkok in die gesamte Region, und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Auswirkungen, die diese Krise auf gerade auf den informellen, auf den schutzlosen Sektor hat, spurlos vorübergehen wird. Und diese Auswirkungen und diese Frustration sehen wir jetzt zum Beispiel in Thailand in diesen Protesten. Da spielt die Pandemie insoweit eine Rolle, als die Auswirkungen der Pandemie, dieses Frustpotenzial und auch die Ängste kanalisiert werden in dieses sich ausweitende soziale Spektrum von Menschen, die einfach bereit sind zu sagen, es ist Schluss, ich gehe das Risiko ein, auf die Straße zu gehen, auch unter dieser Bedrohungssituation einer Regierung, die bekanntermaßen auch zu Gewalt bereit ist. Und ich glaube, das ist auch Ausdruck dieser Frustration und dieser Ängste. Und gerade der informelle Sektor, wie gesagt, für mich persönlich, wenn ich von Asien rede, rede ich von, Asien ist für mich Migration. Ohne Migration wäre Bangkok nicht vorstellbar, ohne Migration, ohne die Millionen Migrantinnen hier im Land, die aus Myanmar die Gastronomie aufrechterhalten, den Tourismussektor, die Nahrungsmittelproduktion, ist dieses Land nicht vorstellbar. Und wenn die Leute so behandelt werden, auf Dauer, kann niemand erwarten, dass da kein Protestpotenzial, Wut und Frustration sich den Weg bahnt. Ja. Nach wie vor sehe ich das richtig, ist Mario nicht zurückgekehrt in unserer Reihe. Stimmt das? Ja, stimmt. Wir würden gerne mit Mario, aber es gibt ja auch ein guter Austausch auch mit Links und Hinweisen im Chat und unter Fragen und Antworten unter euch Zuhörerinnen, die Informationslinks herstellen, wie unter anderem in Indien auch der natürlich und auch der Textilsektor von Wanderarbeitern und Wanderarbeiterinnen abhängig ist. Ich habe vor 2 Tagen einen interessanten Artikel gelesen, wo jetzt auch die indische Industrie nach diesen Wanderarbeiterinnen ruft, weil sie einfach gar nicht zurückkehren können in die Produktion, weil ganz wesentlich der Fluss der Wanderarbeiterinnen nicht mehr zu funktionieren scheint. Ich hätte auch gerne Marion dazu mehr befragt. Es geht nicht. Es gibt auch an dich eine ganze Reihe Detailfragen. Ich möchte gerne alle, die sich im Chat und bei Question and Answers beteiligen, sagen, dass spezifischere Fragen auf jeden Fall an Marion Müller gehen und auch an Manfred Hornung, damit die noch beantwortet werden können, auch im Nachgang, oder wir ihnen wichtige Informationen liefern. Mir ist eine Frage, ich glaube, von Christa Wichterich, jetzt noch unter Question and Answers begegnet.
Eine Frage zu Duterte in den Philippinen. Der scheint die Situation zu nutzen, alle die, die außer Land sind, in der Care-Ökonomie, auf den Schiffen, auf den Kreuzfahrten, auf den Baustellen des Nahen Ostens, die Filipinas und Filipinos zurückzuholen. Und will sich da wohl ein lieb Kind machen, dass er die Heimat und die Bevölkerung und die Nation versöhnt. Weißt du noch mehr darüber, wie Duterte die Krise instrumentalisiert, nutzt? Kannst du dazu was sagen? Was Duterte betrifft, er befindet sich ja selbst sozusagen in Davao und in einem persönlichen Lockdown. Und für uns ist es ein Phänomen. Also ich glaube, heute Abend oder gestern hat gerade sein Regierungssprecher gesagt, weil die Arbeitslosenquote in Philippinen hat über 45% erreicht. Ganz zynisch den Leuten zugerufen in seinem Auftrag, er wäre recht froh, dass die Arbeitslosigkeit nicht auf 100% gestiegen ist. Also der Mann ist einfach schwer zu lesen. Es ist so eine Symbolpolitik, die betrieben wird. Wie gesagt, ich weiß es auch von unserem Mitarbeiter hier, den ich auch, als die Pandemie die Philippinen erreicht hat, gefragt habe, ob er nach Hause fahren will. Er meinte, nein, er würde diese chaotischen Zustände, die Duterte-Regierung dort schafft, nicht tolerieren können. Wir haben hier in Bangkok, kennen wir auch mehrere philippinische Migrantinnen, die hier arbeiten, die ganz bewusst, obwohl sie hier in Thailand ihren Job verloren haben, nicht in die vielen Philippinen zurück wollen, weil sie Angst haben vor dem Chaos dieser Repatriierung. Die Seeleute sitzen da teilweise bis zu 40 Tagen in Quarantäne. Niemand kümmert sich darum. Das System ist völlig ineffizient. Und dennoch schafft es Duterte immer wieder, über diese polemischen Ausbrüche den Eindruck zu erwecken, dass er sich um die Bevölkerung kümmert und dass die Philippinen durchaus in der Lage sind, mit der Pandemie umzugehen. Und wie ich aus den direkten Unterhaltungen und auch Gesprächen mit meinen Kolleginnen und Kollegen weiß, ist genau das Gegenteil der Fall. Gibt auch noch eine Frage zu Vietnam. Bist du da auch auskunftsfähig? Es kommt auf die Frage an. Die Frage war ganz allgemein. Manfred, kannst du was sagen zur Situation in Vietnam? Ich meine, Situation heißt immer der Kanon. Wie geht es den Menschen dort unter der Pandemie? Wie reagiert? Also wir haben überall auf der Welt ja diese große Fragestellung, ob die Pandemie nochmal genutzt wird, um repressiver, autoritärer oder unterm Vorwand der Pandemie Sozialrechte abzubauen oder eben auch Umweltrechte abzubauen und so weiter. Kannst du einfach sag einfach, was du weißt. Ja, also insgesamt, ganz abgesehen von der Pandemie, auch im politischen Kontext, Vietnam bereitet sich wieder auf einen großen Parteitag vor. Das heißt, das Einparteiensystem wird dafür sorgen, dass die Bevölkerung ruhig bleibt, ob eine Pandemie da ist oder nicht. Für viele Blogger und andere, und es ist auch der Fall in Thailand, viele haben gefragt, ob die Einführung dieser Notstandsverordnung dazu geführt hat, dass noch mehr Repression aufgetreten ist. Das kann man nicht sagen. Das ist ein Instrument in einer weiten Klaviatur von Instrumenten, die die Regierung schon vorher eingesetzt hat und weiter einsetzen wird. Von daher ist es so, dass momentan die Leute darauf schauen, okay, wie entwickelt sich die Zeit hin zum Parteitag? Ich glaube, im Januar wird er stattfinden. Da wird die Regierung sehr stark darauf achten, dass Blogger und Bloggerinnen, die politische Aussagen treffen wollen, die Einparteienherrschaft in Frage stellen, unter Kuratel kommen, verhaftet werden und ihrer Strafe zugeführt werden. Das ist völlig unabhängig von der Pandemie. Was die Pandemie selbst betrifft, betrachtet sich Vietnam und die Regierung von Vietnam auch als Erfolgs, repräsentieren sie ein Erfolgsmodell. Das hat sich die Situation, die sich vor kurzem in Da Nang abgespielt hat, hat es so ein bisschen konterkariert, also da wirklich alle Leute ausgeflogen haben, weil neue Fälle aufgetaucht sind. Aber diese zentral verwaltete Regierung hat es auch wirklich geschafft,
in dieser Krise über Nahrungsmittellieferungen an Arbeiterinnen und Arbeiter, an Farmer, was die Pandemie betrifft, der Bevölkerung eine gewisse Sicherheit zu geben. Eine Sache, also was die Verwaltung der Pandemie betrifft und der Umgang damit, sehen auch viele Vietnamesen und Vietnamesinnen es als Erfolg der Regierung an. Und davon ganz abgesehen ist, die politischen Freiheiten, die bleiben weiterhin unterdrückt. Da wird auch massiv Druck ausgeübt. Da hat sich in dem Sinne wenig geändert. Und das ist oft unverständlich, weil in anderen Gesellschaften, nicht auch in westlichen Gesellschaften, werden dann diese Mittel, die Regierung in die Hand gegeben werden, natürlich gesehen und dem Aspekt, diese Mittel sind neu, das könnte zu einer Verschiebung der Freiheitsrechte führen. In dieser Region, wir arbeiten unter autoritären Regimen, die haben die Werkzeuge, sagen wir mal ganz vereinfacht, in der Hand und nutzen sie dann entsprechend. Also wenn du zum Beispiel willst, die Studentinnen und Studenten, die jetzt auf der Straße sind, die werden festgenommen unter verschiedenen Anklagepunkten. Einer davon ist Verstoß gegen die Notstandsverordnung. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil. Die größten Anklagepunkte sind, was wir im Deutschen bezeichnen als Aufruhr, Sedition und Verstoß gegen andere Gesetze, die schon in dem Katalog der Regierung sind. Manfred, Lara, findest du, dass ich Fragen übersehen habe? Würdest du Manfred jetzt noch aus Chat oder Question and Answers eine Frage stellen wollen? Ja, nee, ich glaube, du hast da schon einen ganz guten Überblick. Ich glaube aber, wir wären nicht die Heinrich-Böll-Stiftung, wenn wir nicht explizit mal die Geschlechterdimension ansprechen würden. Deswegen würde ich diese Frage vielleicht mal aus dem Chat stellen. Sind Männer und Frauen gleich betroffen? Natürlich nicht, kommt jetzt. Aber bitte genau und präzise, Manfred. Ja. Wie gesagt, das ist schon, gehen wir auf den Bereich wieder Migration. Wenn wir sehen, in die Zahlen, die wir betrachtet haben, Philippiner 56% schon rein zahlenmäßig, sind Frauen in diesen sehr vulnerablen Verhältnissen überrepräsentiert, sehr stark auf was die Philippinen betrifft. Dann kommen noch weitere Dimensionen hinzu, dass sie oft in Bereichen arbeiten, wo sie gerade bei den Domestic Workers, und ich habe das persönlich erlebt, dass ich in dem Bereich war, dass die in Haushalte kommen, die teilweise von Männern dominiert sind, in Situationen kommen, die sehr viel gefährlicher sind teilweise als für männliche Migranten und in selben Situationen. Das heißt, sexualisierte Gewalt, die mit Migration oft zusammenhängt, gerade bei den Frauen, die im Domestikbereich arbeiten, als Haushälterinnen und so weiter, ist enorm, enorm verbreitet und ein riesiges Problem in Malaysia, in Thailand auch, wo Frauen massiv unter sexualisierter Gewalt leiden. Das ist einer dieser Aspekte. Wird das denn gesellschaftlich diskutiert? Wird das denn berichtet auch in den Medien oder bleibt es so ein Tabuthema? Gibt's dazu überhaupt eine Debatte, wie massiv gerade sexualisierte Gewalt ist und wie sehr da eben auch Frauen leiden drunter, die migrieren oder im Haushaltsbereich, im Care-Bereich arbeiten? Also ich habe ja jahrelang auch in Kambodscha gearbeitet zu diesem Thema und habe auch kambodschanische Migrantinnen in Malaysia begleitet teilweise und auch ihre Fälle bearbeitet. Und was man natürlich sagen muss, ist, dass diejenigen, die diese Frauen aufnehmen, aus der Oberschicht sind. Viele diese Familien hatten enge Beziehungen zu AMNO, zu der Regierungspartei. Das ist die Oberschicht. In Malaysia kam es mir oft so vor, dass die Oberschicht es als Menschenrecht betrachtet, Haushälterin zu haben und eine Nanny zu haben. Und dieses Machtungleichgewicht zwischen einer Person, die kaum Englisch spricht, die aus einem kleinen Dorf irgendwo in Kambodscha kommt, und einer Person mit dem Status in dem Land,
ist völlig klar, dass bei dieser Waffenungleichheit auch gar keine Debatte stattfinden kann. Im besten Falle konnten die Frauen einfach zurückkehren und die Familie, die aufgenommen hat, hatte noch das Ticket bezahlt. Im schlechtesten Falle wurden sie selbst angezeigt wegen Diffamierung, kamen selbst ins Gefängnis. Also das ist so ein Machtgefälle in den Systemen, dass eine faire Behandlung völlig unmöglich ist. Ja? Und das zu diskutieren, das sind Tabuthemen. Da geht es wirklich um diese Machtfragen und auch gerade die Familie, die so sakrosant ist in vielen Bereichen, darf da nicht in den Schmutz gezogen werden. Also da besteht überhaupt keine Möglichkeit, da öffentliche Diskussionen zu erwarten oder Debatten. Da arbeiten sich auch sehr viele Organisationen dran ab. Sehr viele Migrantinnen, die das selbst durchlebt haben, versuchen das zu ändern in vielen Ländern hier in der Region. Aber das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld. Mhm. Hier versuchen wir Organisationen. Das wäre jetzt auch, genau, ganz kurz nochmal Zwischenmeldung. Marion sieht uns, aber sie kann uns nicht hören. Das macht dann auch keinen Sinn. Marion Müller tut es wahnsinnig leid, dass sie nicht beitragen kann, mir und uns natürlich auch. Ich bitte das wirklich zu entschuldigen. Das sind eben trotz digitalem Standort Indien reale Probleme, mit denen wir zu tun haben. Aber wir werden die vielen Fragen, die gerade zu Indien reingekommen sind, an Marion weitergeben. Ich möchte auch nochmal auf unsere Website verweisen, wo wir auch viele Informationen haben. Und ich möchte mich hier ausdrücklich auch für die vielen Beiträge, die im Chat sind, die weiterführende Informationen bieten. Von dir, Gisela Burkhardt, herzlichen Dank. Tut mir wirklich leid, da wir hier jetzt auch in die Zielgerade gerade gehen mit dem dritten Böll global, wäre jetzt mein Wunsch an dich, Manfred, nochmal. Haben wir was ganz, ganz Entscheidendes und es kann ja nur hier an. Wir haben alles nur antitschen können. Böll global ist ein Schlaglicht und man kann sich dann vertiefend mit einzelnen Aspekten beschäftigen. Möchtest du noch ein besonderes Augenmerk auf ein Thema richten, das ich jetzt selber in den Fragen nicht adressiert habe? Erstens und das Zweite, auch das finde ich wichtig, kannst du sagen, wie wir in dieser sehr schwierigen politischen, ökonomischen, auch in der politischen Situation sehr repressiver und autoritärer Regierungen, wie wir da als Stiftung eigentlich handlungsfähig zu bleiben versuchen und was können wir eigentlich bewirken mit unseren Partnerinnen, um zukunftsfähige Gesellschaften und demokratische aufzubauen? Vielleicht ganz schnell zwei Aspekte. Erstmal unter dem Aspekt der Pandemie. Ich glaube, was für uns wichtig war und auch für unsere Koordinatorinnen, die in den Bereichen arbeiten mit unseren Partnern, ist, dass wir eine gewisse Flexibilität bewahren dürfen, um auf diese auch humanitären und ganz konkreten Probleme dieser Gemeinschaften und dieser Communities eingehen zu können. Darüber bin ich froh. Und ich glaube, dass dieses Jahr trotz dieser ganz schwierigen Umstände für uns sehr lehrreich war. Und ich würde einfach nur die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen mal einladen, auf die Webseite zu gehen und unter diesem Covid-19-Webdossier mal schauen. Da haben zum Beispiel Gruppen diese Community Emerge Funds eingerichtet, ganz fantasievoll darauf reagiert, wie man diese Unterstützung in die Communities auch kriegen kann. Da waren wir sehr viel beteiligt. Das hat uns auch eine gewisse Handlungsfähigkeit gegeben. Darüber sind wir sehr froh. Und ich glaube, wir sollten auch als politische Stiftung, wenn wir darüber reden, wir sind natürlich keine humanitären Organisationen, aber das größte Maß an Flexibilität an den Tag legen und auch bereit sein zu sagen, ich habe mit einem Kollegen von einem NGO Forum an ADB gesprochen, der meinte, diese Communities sind immer für uns da. Wenn wir Proteste haben, die sind immer für uns da. Wenn ich jetzt die nicht unterstütze und ihr helft mir, die zu unterstützen, brauche ich da nie mehr hingehen. Ich könnte die nicht mehr angucken. Da geht es einfach um die Frage, wenn jemand nur noch eine Mahlzeit pro Tag hat, keine Masken, keine sanitären Möglichkeiten, müssen wir auch versuchen, Wege zu finden, da einzuschreien. Das haben wir versucht. Und ich wollte auch dann alle mal einladen, da einmal aufzugucken und mal zu sehen, was diese Gruppen da machen. Und zweitens, das ist die politische Frage, was können wir politisch tun? Reden wir von Thailand. Thailand ist so, was wir traditionell
Partnerinnen und Partner haben, die sich für Demokratie einsetzen. Das sind Gruppen, die Leute verteidigen vor Gericht, die wegen diesen Sedition-Klagen, diese Studentinnen und Studenten, die verhaftet werden. Wir arbeiten mit Gruppen, die sich für die Verfassungsänderung einsetzen. Und da müssen wir einfach irgendwo bereit sein, gewisse Risiken einzugehen, zu sagen, okay, wir können uns jetzt in der gegebenen Situation, nur weil sich die politische Lage ändert, uns da nicht zurückziehen. Wir müssen unsere Due Diligence machen, unsere Risikoanalysen, ganz klar. Aber auch hier müssen wir präsent sein, damit wir unsere Glaubwürdigkeit behalten. Das sind diese beiden Dinge, die wir in der Pandemie gelernt haben, diese beiden Aspekte, die wir auch weiterhin so handhaben wollen. Ja, herzlichen Dank, lieber Manfred. Nochmal, es tut mir sehr leid, dass Marion Müller die vielen Fragen zu Indien und die Informationen, die transportieren wollten, nicht transportieren konnten. Umso mehr konnten wir dich jetzt hier ausfragen. Das hat auch was Gutes. Es gab noch Fragen zur Situation der Pandemie in Myanmar. Du hast es ein oder andere gestreift. Ich möchte es jetzt eigentlich auch angesichts der Hitze hier belassen. Du hast auf unser großes Webdossier, das ihr in Bangkok gemacht habt, ja schon verwiesen. Ich wünsche diesem sehr guten Dossier mit vielen Aspekten und Dimensionen viel Leserschaft. Wir werden an Marion dich Fragen weiterleiten von Teilnehmenden, sodass wir vielleicht das ein oder andere noch kompensieren können. Und euch beiden, liebe Marion, lieber Manfred, herzlichen Dank für diese nachmittägliche beziehungsweise für euch abendliche Austausch mit euch. Ja. Macht es gut. Große Grüße, viele Grüße an die Teams, die ja mit euch gemeinsam in nicht einfacher Situation auch mit der Pandemie als Büro umgehen. Du hast es schon gesagt, wir müssen uns auch als Stiftung ein Stück weit umorientieren, hier und da ganz anders agieren, um auch Glaubwürdigkeit und unsere Legitimation zu festigen. Das hast du nochmal betont. Herzlichen Dank geht an Stefan für den technischen Support, für den Indienabbruch. Kannst du nichts, da ist ich die Internetleitung verantwortlich. An dich, Lara, fürs Mitlesen und Ihnen allen, die teilgenommen und zugehört haben, herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Arbeit der Stiftung und macht es gut. Bis bald. Böll Global 4 wird definitiv in Kürze kommen und wir werden ankündigen, mit welchem Thema wir uns dann beschäftigen. Alles Gute an Sie, an euch. Tschüss und tschüss. Vielen Abend. Dank. Guten Abend, lieber Manfred. Ja? Vielen Dank.